Guten Morgen, herzlich willkommen zur heutigen Tagesenergiebotschaft. Wir schauen gleich mal rein, wieso die Energien für heute sind. Ich wollte mich gerne mal bedanken heute zuerst. Vielen Dank für die ganzen Likes, Kommentare und Spenden der letzten Tage. Vielen lieben Dank, dass ihr mir das so in den Rückfluss gebt. So macht das dann auch richtig Spaß. So, bevor ich es wieder vergesse und das Ganze ans Ende packe, wo eh kein Mensch mehr zuhört. Ja? Also ihr Lieben, heute ist Donnerstag. Donnerstag der 15. Und die Tagesenergiezahl ist heute die 333. Und das bedeutet, dass es möglich ist, dass du innerhalb der nächsten 24 Stunden ein großes Geschenk oder ein kleines Geschenk erhalten wirst. Etwas, das dich positiv stimmt, eine Nachricht, die gut ist oder tatsächlich ein physisches Geschenk in irgendeiner Art und Weise. So, gucken wir heute mal rein. Wir beginnen heute mit dem Wild und Unknown Tarot und schauen mal, was hier reinkommt. Naja, da haben wir als erstes den Ritter der Schwerter, dann die neun Schwerter. Mal gucken, ob es besser wird. Den Pagen der Kelche, die zwei Schwerter und die neun der Münzen. Die hatten wir gestern auch als... Ah nee, stimmt gar nicht. Wir hatten gestern die neuen Kelche als Zusatzkarte. Die neuen Münzen hatten wir aber auch hier am Anfang, glaube ich. Es kann sein, dass heute ein Tag ist, wo du sehr schnelle und rasende Gedanken hast. Eventuell machst du dir viel zu viele Gedanken über alles und jeden. Auf der Unterseite des Decks haben wir noch den Tod. Du möchtest hier, glaube ich, auf Biegen und Brechen etwas verändern. Du möchtest heute die Transformation, du möchtest heute das Neue haben und zwar ein bisschen zackig. Ich habe das Gefühl, dass hier heute keine großen, langen und dicken Geduldsfäden sind, sondern es soll zack, 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 möglichst schnell gehen. Herr, gib mir Geduld, aber ein bisschen zackig, so ungefähr kommt das hier rüber. Dieses Warten, also ich bekomme hier auch so rein, dass der ein oder andere hier tatsächlich wartet und wartet darauf, dass es jetzt vorwärts geht, dass jetzt dieses Geschenk vielleicht auch kommt oder diese Nachricht kommt oder etwas dingfest gemacht wird. Und du fühlst dich da auch ein bisschen unsicher in dieser Situation hier. Mit dem Pagen der Kelche kann es sein, dass du dich ein bisschen klein und unbedeutend fühlst und nicht siehst, wie dein Wert ist. Und du möchtest so gerne diese Bestätigung von außen, diesen Zuspruch von außen, diesen festen Vertrag, diesen, keine Ahnung, irgendetwas, was dir Sicherheit geben soll. Hier wird heute akut nach Sicherheit verlangt, höchstwahrscheinlich auf gedanklicher Ebene. Es kann sein, dass deine Gedanken Achterbahn fahren und du möchtest einfach jetzt deine Ruhe haben. Du möchtest, dass da eine Entscheidung gefällt wird und du möchtest natürlich, dass dies zu deinen Gunsten ausfällt. Mit den neuen Münzen kann es durchaus sein, dass du bereits an einem Punkt bist, wo du eigentlich, wenn du deine Perspektive ändern würdest, bereits ziemlich gut dastehst. Du bist vielleicht schon so viel gewachsen und kannst aber selber deinen Fortschritt nicht sehen, deinen Wachstumsprozess nicht würdigen. Spür mal in dich hinein, ob du vielleicht gedanklich dich immer und immer wieder klein machst, ob du Angst hast, die Freiheit dieser Erde zu leben, Angst hast, mutig zu sein, vorwärts zu gehen und deinem Seelenplan zu folgen. Vielleicht hast du die Hoffnung auch fast verloren darauf, dass etwas sich noch zum Guten wenden wird. Und jetzt kommt diese Nachricht für dich rein und die macht es einfach besser. Es kann gut sein, dass heute wunderbare Möglichkeiten dir offen stehen, wenn du bereit bist, dieses ewig ratternde Gedankenkarussell anzuhalten. Du kannst wahrscheinlich mit der Kraft deiner Gedanken heute nichts mehr verschieben, nichts mehr antreiben, nichts mehr hervorbringen. Versuch dich zu entspannen, versuch dich wirklich runterzufahren. Wir klären hier nochmal die neuen Schwerter, den Pagen der Kelche und die zwei Schwerter in der Mitte. Drei Schwerter nochmal, neun Stäbe. Und eine letzte Karte hätte ich gern noch. Dankeschön. Und das Ass der Kelche hierfür. Ja. Also, immer noch mehr Schwerter. Das, was dich hier sowieso schon irgendwie kaputt macht, was dich schon völlig durchdrungen hat mit den neuen Schwertern, ist herzschmerzfördernd. Es tut weh, Liebeskummer, Trauer. Etwas, was dich einfach richtig fertig macht. Kann natürlich auch das Ende einer Beziehung sein oder ein Mensch, der dich absichtlich verletzt. Jemand, der dir absichtlich Unrecht tut. Jemand, der versucht, dir ans Bein zu pinkeln, um es mal so auszudrücken. Page der Kelche, neun der Stäbe.
Du musst klare Grenzen setzen, dir selbst und anderen. Ja, wenn du immer dich hängen lässt und die ganze Zeit den Kopf hängen lässt, wenn du bereits das Wasser bis zum Hals stehen hast, dann säufst du dort ab. Du musst hier lernen zu erkennen, was für dich wertvoll ist, was für dich lebenswert ist, was dich weiterbringt, wo deine Stärke liegt, wo du vielleicht auch Unterstützung herbekommst. Weil der Page der Kelche, der fühlt sich hier vielleicht echt ein bisschen klein. Die Emotionen sind so abgeflacht, ängstlich, müde, ja, hoffnungslos. All diese Dinge, die so dich klein und zusammenschrumpfen lassen, die dürfen hier aufgebrochen werden. Es ist Unterstützung möglich. Es ist möglich, auch Grenzen zu setzen, wenn jemand immer wieder hier deine Schwelle übertritt. Das könnte auch hier dieser Ritter der Schwerter sein, der immer wieder seine Meinung auf dich projizieren will, der immer wieder versucht, dich klein zu machen oder seine Gedanken in dich hinein zu projizieren. Und du darfst hier lernen zu unterscheiden, was kommt wirklich aus meinem Inneren heraus und was ist die Energie von außen. Ja. Und dann haben wir hier am Ende die zwei Schwerter, wo man verschiedene Gedanken hat, wo man da irgendwie zu einer Meinung kommen sollte. Und wenn jemand immer etwas über dich sagt, was nicht stimmt, wenn jemand dir Dinge unterstellt, die nicht stimmen, wenn jemand meint, er wüsste besser als du, wie du dich fühlst, dann schneid das ab. Dann finde hier die Courage zu sagen, nein, ich gehe in dieser Beziehung in einen Neuanfang. Ich hoffe darauf, mich selber liebevoll zu behandeln. Ich bin hier in der Lage, diesen Herzschmerz zu transformieren, die Belastungen hinter mir zu lassen, das Problem zu lösen und dann hier wirklich als glücklicher Mensch auch alleine dastehen zu können. Und hoffnungsvoll gibt das Universum dir obendrauf als Bonus oder als Kirsche auf deiner Sahne des Lebens auch noch dieses Geschenk, was mit der Energiezahl 333 heute reinkommt, was auch ein Beziehungsgeflecht sein kann. 3 mal die 3 ist 9 und es kann sein, dass sich hier etwas auszahlt, eine Beziehung Früchte trägt oder eine Geschäftsbeziehung jetzt plötzlich lukrativer wird. Ich hoffe sehr für dich, dass du dieses Geschenk erhältst und dass es dich über diesen Verlust und dieses negative Gedankenkarussell hinweg trösten kann vielleicht oder dich da auch glatt rauskatapultiert. Auf jeden Fall ist es hier ein Tag für Transformation. Es ist ein Tag, um seiner eigenen Energie zu folgen, um vorwärts zu gehen und etwas Neues zu machen, etwas Schönes für dich zu kreieren und nicht in diesem Gedankengefängnis festzuhängen. So, ihr Lieben, wenn euch die Legung gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über Likes und Kommentare. Wer mag, darf etwas spenden. Wer in seine persönliche Situation reinschauen möchte, kann das über meine Homepage buchen. Du findest alle Informationen da unten unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Und ich freue mich natürlich total, wenn wir uns morgen früh wiedersehen würden. Ich wünsche dir alles Gute, gehab dich wohl und empfange mit offenen Händen, wenn etwas kommen will. Du hast es dir verdient. Ja, blocke das Gute nicht ab, nur weil du Angst hast, nicht gut genug zu sein. Irgendetwas möchte dich erreichen und halte Augen und Ohren offen, was es ist. Bis dann. Ciao.